Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video soll es einfach um den Trade gehen, den ich heute am 14.06. in meiner privaten Trading-Gruppe gepostet habe und das Ganze mal ein bisschen auch zu veranschaulichen. An sich, das Ganze ist im Goldmarkt passiert, im M15. Ja, das Ganze, ich würde es jetzt nicht unbedingt runterbrechen wollen von dem Daily, da der Market Buyers nämlich Sell ist und wir den Buy-Trade genommen hatten. Die erste Position wurde hier von mir gesendet, jedoch ist die aber leider ins Doppel gelaufen, weil wir einfach viel zu früh dran waren. Für mich war jedoch aber klar, dass wir den Liquidity Sweep brauchen, diese beiden Lows, und dann durch einen Change of Character in diesen Trade reingehen können. Wir wurden im ersten Moment leider verpasst, und wie ich dann auch geschrieben habe, hier Liquidity Sweep war erfolgreich und warte nun auf weitere Confirmation, wie gesagt der Change of Character, also der Richtungswechsel. Und habe dann hier die Buy-Limit gesetzt, nachdem ich folgendes Szenario gesehen hatte. Und zwar ist der Markt erstmal hochgerauscht. Und für mich war klar, der Markt wird ja von Angebot und Nachfrage, sprich Supply and Demand, regiert. Dementsprechend müssen wir nach diesem großen Push hier auch wieder runterkommen. Was dann passiert ist, sehen wir hier. Ich habe dann, wie gesagt, die Buy-Limit ausgesprochen, habe dann nur geschrieben, hier nochmal zur Veranschaulichung, warum ich dieses Signal gegeben habe. Ganz klar sieht man hier den, oder wir machen es einfach hier, das ist ganz besser, den Liquidity Sweep, also es war diese Zone hier. Wir sehen den Liquidity Sweep dieses Lows und wir sehen definitiv auch den Change of Character hier. Das ist vielleicht ein bisschen was in Schweiß zu machen. Ach, alles klar. Wir lassen sie mal kurz lesen. Dementsprechend war für mich klar, okay, sollten wir an diesen Punkt kommen, werden wir uns hier definitiv mit einer Buy-Order platzieren können. Die Buy-Order war bei 1946.500. Ich mache das mal ganz schnell fertig, dass man es auch wirklich hier Pip genau sieht. Und Stop-Loss war bei 1945.500. Also ungefähr 10 Pips. Profit lag bei mir definitiv in dieser Umverteilungszone, da wir, wie ich schon besprochen hatte, im H1 diese Bewegung korrigieren wollten. Und das Ganze machen wir in einer goldenen Zone. Hier sind wir ja perfekt zwischen dem 61.800 und dem 5er Level. Dort war also das Overall Target für mich in dem Bereich hier. Genau. Und das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist letztendlich einfach warten, bis der Markt in unseren Bereich reinkommt. Wir sehen hier, hat das H4-Level angetestet, kommt in unseren Preisbereich rein und wir sehen erstmal gutes Momentum und der Markt stabilisiert sich und zack, bricht aus. Das war letztendlich der Banger, waren 90 Pips, hier ist auch reingeschrieben, 90 Pips Profit plus 100 Pips, dann wenn wir das Ganze bis hier oben gehalten hätten. Für alle die, die eben noch drin sind, sind wir jetzt aktuell bei 140 Pips. Ja, genau 140 Pips. Das war letztendlich einmal nur ein kleiner Breakdown zu diesem Trade-Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es dir gefallen hat, wenn du mehr solcher Trades oder solcher Breakdowns der Trades sehen möchtest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video.